SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal. Das sind die Informationen aus der Zentralschweiz, am Mikrofon Sammy Studer. Wenn soll die Stadt Luzern Demos bewilligen oder vor allem, wenn nicht? Die Frage hat gestern im Stadtparlament zu reden gegeben. Der Streitpunkt Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen, die zum Teil auch Rechtsextreme mitgelaufen sind. Details von Beat Vogt. Natürlich sei Demonstrieren ein demokratisches Recht, hat Claudia Soldati von der SP gesagt. Aber was da in den letzten Monaten in Luzern passiert ist, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen keine Antidemokratinnen auf Luzerner Strassen und wir wollen keine Nazis auf Luzerns Strassen. Und es ist, glaube ich, die Aufgabe von uns als Demokratinnen dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert. Konkret, die Stadtregierung müsse stärker eingreifen. Er versteht nicht, warum zum Beispiel diesen Sommer Corona-Massnahmen-Gegner eine Bewilligung bekommen haben, obwohl es absehbar war, dass dort Rechtsextreme mitlaufen. Der zuständige Stadtrat Adrian Borgula hat sich gewehrt. Letztendlich müssen wir nur Demo verbieten, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt oder wenn die Demo a priori bereits schon eine Parole fasst, die verfassungswidrig wäre oder sexistisch oder fremdenfindlich. Wenn das schon der Aufhänger von der Demo wäre, dann würden wir es wahrscheinlich so weit gehen und sagen, man verbietet das. Aber die Schwelle ist extrem hoch. Die ist extrem hoch, auch bundesgerichtlich so geschützt. Im Parlament hat diese Haltung viel Unterstützung bekommen, über das ganze politische Spektrum hinein. Auch wenn die Demos gegen die Corona-Massnahmen unterschiedlich bewertet worden sind. Der Thomas Gfeller von der SVP hat sie verteidigt. Mehrmals ist der Begriff von der rechtsextremen Milieu gefallen. Ich glaube, das war nicht so. Es hat vielleicht einzelne dabei gegeben, etc. Aber das sind sicher nicht alle. Kritischer hat es der Jonas Studhalter von der Jungen Grünen beurteilt. Es sind Neonazis an dieser Demo mitgelaufen. Gleichzeitig Leute, die sich mit den Juden während dem Holocaust vergleichen. Ich finde so etwas unerträglich. Aber kann man wegen so kognitiven Tiefflüger eine Demo nicht bewilligen? Nein. Eine Demokratie muss so etwas leider aushalten. Das Thema ist gestern im Parlament nur diskutiert worden, ohne Abstimmung. An der aktuellen Bewilligungspraxis der Stadt Luzern ändert sich darum vorderhand nichts. Die grossen Fasnachtsumzüge der Stadt Luzern können voraussichtlich auch nächstes Jahr nicht stattfinden. Sie haben die Umzüge zwar noch nicht offiziell abgesagt, heisst beim Luzerner Fasnachtskomitee auf Anfrage. Der Kanton Luzern hat ihnen aber mitgeteilt, dass mit den aktuellen Bestimmungen Umzüge dieser Grösse nicht bewilligt werden können. Über die mögliche Absage der Fasnachtsumzüge Luzern hat gestern Abend die Online-Seite Pilatus Today berichtet. Die Autobahn rund um die Stadt Luzern ausbauen und so den Verkehr flüssiger machen. Das ist die Idee von der Umfahrung Bypass. Die zusätzliche 1,8 Milliarden Franken teure Strasse brauche ich gar nicht, sagen Kritikerinnen und Kritiker schon länger. Jetzt haben sie das Projekt extern überprüfen. Das Gutachten von der Fachhochschule Nordwestschweiz kommt zum Schluss. Das Projekt unterschätze die Kosten fürs Klima, außerdem sei die Datenbasis veraltet. Michael Töngi, Nationalrat der Grünen und Präsident des Verkehrsclubs Luzern, der die Studie in Auftrag gegeben hat, sagt: Ich glaube, man muss so ein Projekt aufgrund von aktuellen Daten auch letztlich entscheiden. Und wir haben zum Beispiel bei der Kosten-Nutzen-Analyse des Bypass immer noch die Spangen-Nord drin, wo man schon lange weiss, die wird nicht gebaut. Und es ist völlig klar, dass man da hätte müssen neue Analysen machen ohne Spangenort, damit man wirklich aktuelle Zahlen hat, die dann auch verhebt. Beim Bundesamt für Strassen nimmt man die Resultate gelassen entgegen. Man sei weiterhin vom Nutzen des Bypass überzeugt. Da würden auch neue Berechnungen nichts daran ändern. Sie werden die Studie jetzt aber noch genau anschauen. Im Kanton Schweiz haben ja viele Hausbesitzerinnen und Besitzer Geld bekommen, um die Fassaden zu wegmachen oder die alte Ölheizung zu ersetzen. Wie das Umweltdepartement schreibt, sind die Nachfrage nach Förderbeiträgen für so energetische Sanierungen stark angestiegen. Grund sei, dass auch mehr Geld zur Verfügung steht in diesem Jahr. Bis Ende Jahr rechnen wir mit etwa 800 Gesuchen.
Und dann noch zum Wetterbericht von SRF Meteo. Heute hat es einen Haufen Wolken, besonders jetzt am Morgen und am Vormittag kann es zum Teil regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 600 Meter. Es bleibt kalt, heute gibt es höchstens 4 Grad. Das war ein Podcast von SRF.